Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles. Aufsetzen ist hier nicht möglich, warum das denn? Weil nein, nein in Hottehü war. Ah. Hottehü! Der Weg ist so weit. Ach, der ist doch nicht weit. Hast du was auch zum Abbauen des Schwefels dabei? Müsste ich immer dabei haben. Darum bin ich auch immer voll, weil ich immer alles dabei habe. Ja, wohl jetzt nicht mehr. Ab heute Messer habe ich nicht mehr dabei. Habe ich ja letztes Mal verloren, als ich gestorben bin. In dem Vulkangebiet damals, vor 5 Folgen oder so. Darüber reden wir nicht. Kam da was vom Himmel? Ja, das sieht so aus, ne? Ich habe da so einen Schweif gerade gesehen. Ja, ich auch. Alle müssen doch hier vorne gewesen sein. Bestimmt Grafikfehler. Ich glaube nicht, dass hier Sternmetall runterkommt. Nee, das glaube ich auch nicht. So, wir fangen hier erstmal links an und arbeiten uns dann die Becken nach unten. Oh nein, oh doch, Gasmaske. Denk dran, Sandsturmmaske aufsetzen. Und ich sehe, du bist passend gekleidet, wie immer. Ja, ich kann ja mich ja ein bisschen nackig machen. Hallo. Ich habe immer noch keine andere Rüstung. Oh. Ja, ich erwähne es nur zum 5. Mal. Aber ist nicht schlimm. Alles gut. Ich kann damit leben. Hallo, Toter. Davon gibt es eine Tote. Nicht hauen. Ich bin nackt. Vielleicht kannst du ja Teile deiner Rüstung anziehen. Ja, habe ich die Schuhe. Die Leiche. Ach, die habe ich abgearbeitet. Bitte von anderen untoten Wesen die Köpfe aufbewahren, ne? Falls wir welche. Naja. Baue ich hier das Falsche ab? Ich kriege ja nur Stein. Ja, du baust das Falsche ab. Ach so, ich weiß, was ich mal abbauen muss. Okay. Du hast ja keine Waffe in der Hand. Was bist du für ein Untoter? Der haut dich mit seinen Knochenärmchen. Der gab nur Knochen. Was gab der Baum nochmal? Ast und Holz, na toll. Ast und Holz, na toll. Oh, Steinnasen! Ja, die wohnen hier. Ich bin nackig. Hammer Time! Zu spät. Gab die Steinhase auch noch was? Stein. Und Salz. Ne, Salz brauchen wir nicht, ne? Ich mach mir tatsächlich schon nicht mehr die Mühe, die Steinhasen zu zerkloppen. Ja, ich wollte mal gucken, was es gibt. Gottchen, um den bin ich ja herumgelaufen. Warum geht der nicht kaputt? Was hast du gerade? Ach, ich weiß, was das Problem ist wahrscheinlich, ja. Ich lade ja währenddessen hoch. Ach, Heinrich. Was tust du das? Wir haben zu wenig Bandbreite, wir haben kein Glasfaser. Weil wir... weil sie es damals nicht... Ja, der spackt hier ein bisschen rum, die Dinger. Die brechen bei mir nicht ein. Oh, ich bin überrascht. Steinnasen, wie man sich früher mal erschrocken hat. Ja, komm mal her. Oder nicht? Also das ist eigentlich das, was mich an diesem See am meisten nervt. Dieses scheiß Steinnasen, ja. Überall aus der Erde hochploppt. Ich fand sie echt eine Zeit lang echt cool. Ja, ich ja auch. Weil die mich immer erschrocken haben. Aber mittlerweile, ja toll, Steinnase. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, komm her. Oh, soll ich kommen?
Aua, ich bin nackelig! Hast du nie gelernt, man schlägt keine nackigen Leute? Oder man fesselt den nackten Mann nicht in die Tasche oder sowas? Oder nein, hast du schon mal einen nackten Mann in die Tasse geschafft? Ach, egal. In die Tasche. In die Tasche, wenn überhaupt. Ja, nicht in die Tasche. Dachte ich mir auch gerade. Es ist schon spät. Heinrich muss Hayabubu machen. Dabei hattest du so viel Kaffee. Das war wahrscheinlich zu viel. Ja, nach Tagen konnte ich endlich mal wieder Kaffee trinken, weil es nicht so scheiße warm war. Mein Körper und war Heinrich Kaffee ohne Kaffee. Ja, genau. Heinrich ohne Kaffee ist wie, keine Ahnung. Ein Raucher ohne Zigaretten? Fußball ohne Ball. Das könnte lustig sein. Ah, müssen sich die Fußballer die Köpfe abschlagen und ins Tor schießen. Hihihi. Ja, wenn du mal eine Rüstung willst, es wäre cool, wenn du mich daran erinnerst, wenn wir in der Basis sind, wo ich was machen kann. Habe ich auch schon gemacht, aber nicht heute, das stimmt. Heute habe ich nicht dran gedacht. Ja, und wir haben schon länger nicht mehr gespielt gehabt. Ja, davor schon häufiger. Dann hieß es noch, wir müssen erstmal das machen und dies und jenes. Er kann ja sagen, wir brauchen Schwefel, weil ich sonst nicht genügend gehärtetes Leder machen kann. Waren wir da mal unten? Wir waren ja nicht immer komplett, weil es gibt hier ja auch diese Riesen-Mega... Also nicht so eine Königssteinnase, aber schon eine größere Steinnase. Und an die habe ich mich bislang nicht alleine rangetraut. Aber ich war hier auch schon etwas weiter unten. Ja. Wo ist denn die Riesensteinnase? Unten wahrscheinlich, ne? Die ist hier bei mir in der Ecke. Jetzt müsste ich nur wissen, wo du bist. Deswegen habe ich gerade so intelligent gelacht. Ich guck mal auf der Karte. Mach mal. Ja, ich komme mal in deine Richtung. Damit du nicht zur Not nicht alleine gegen... Ach, das Ding. Aber wenn ich gegen das Ding schon mal gekämpft, ein anderes? Ich weiß es nicht. Irgendwie kenne ich das, aber... Also wir haben gegen so eins, glaube ich, schon mal gekämpft, aber nicht gegen dieses hier. Dann würde ich auch mein Pferd woanders hinpacken wollen. Deswegen habe ich meins überhaupt nicht mitgenommen. Soll ich das schleppen? Und soll ich ein Pferd? Kein Pferd schleppen, ey. Komm mal her. Ich wollte eigentlich ursprünglich auch erst Schlepperella wieder mitnehmen, aber dann dachte ich mir, nee, Utrecht braucht noch ein bisschen Training. Ja, man, Hottehü auch. Und ich dachte mir, wir gehen hier immerhin zu zweit zum See, da können wir es uns auch leisten. Also bist du schon hier einmal oben fertig, oder? Ich bin jetzt einmal oben rumgegangen, ja. Dann gehe ich schon mal eine Etage tiefer. Ich bin jetzt, glaube ich, auf der Etage von dem mittelgroßen König Steinassen-Dings. Ich ziehe mich auf jeden Fall schon mal wieder an. Das ist eine gute Idee. Wir stehen ja auch im Wasser, das kühlt ja auch. Ja, bei MechWarrior würde das gehen. Weil wenn man so einen großen Kampfroboter hat, muss er sehr gekühlt werden. Und wenn man im Wasser steht, kann man besser schießen mit Laser und so. Das hilft aber nur, wenn der Teil im Wasser steht, der heiß wird. Ja. Oh, komm her, Steinnase. Ah, ich sehe dich. Ich dich auch. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Ich glaube, den hatten wir doch noch nicht. Ja, also ich finde hier in diesem dunstigen Tümpel sieht der echt ganz geil aus. Ja, aber den müssen wir töten, dann können wir die nächsten Dinger da abernten. Ja. So, aber lass mich erstmal einen Bogen nehmen. Ja, warte, ich versuche mal ein geiles Bild zu machen. Mach mal ein geiles Bild.
Hast du ein geiles Bild? Da bin ich schon ein bisschen nah dran gegangen, ja. Wie zu erwarten, 3 Totenköpfe. Ah, ich glaube, vergiften brauchen wir den auch nicht, oder? Nee. Ich glaube, der ist aus Holz. Da wären Brandpfeile ganz gut. Oh. Fürs nächste Mal. Nein, lass uns mal so ein bisschen unsere Jungs machen. Die machen das schon. Ja, Leute. Ich hau da ab und zu mal von hinten drauf. Ich mach ein bisschen Legolas. Mach mal ein bisschen oder Legolas. Robin Hood. Aua! Hab ich dich getroffen? Nein. Wir haben außerdem PvP aus. Stimmt. Ich trinke erstmal was. Ich hatte mich gerade kurz getroffen, deswegen sag ich. Ich trinke auch mal in Real Life was. Ach man. Ach, die Jungs machen das gut. Die Jungs sind auch noch gut dabei. Also sehen noch nicht alle aus. Ui! Das war eine coole Attacke. Das sah geil aus, ja. Weil er ist so gut wie tot. Mein letzter Pfeil. Hast du was zum Ernten? Ich habe eine Spitzhacke dabei. Na gut, dann mach. Ich mach mich. Oh, hier, ich habe einen Dietrich bekommen. Das heißt, hier muss irgendwo eine Truhe sein. Entschuldigung, ich hatte gerade hier einmal losgelassen. Das heißt, jetzt gucken wir, wo die Truhe ist. Jo, guck mal. Ich kümmere mich um Schwefel. Hm, vielleicht dabei im Wasserfall. Nope. Tote Steinnase. Irgendwo hier muss eine nette kleine Truhe sein. Oder hier rumstand. Ah, ich hab's. Hier. Sehr gut, ich komme. Hier, mach mal das Kruppzeug da weg. Ja, ja. Jedias Großsäbel. Großsäbel? Großsäbel. Warte, ich leg die mal an. Boah, das sieht cool aus. Ja, ne? Aus wie das Conan-Schwert so ein bisschen. Weil der hat so ein Knochenteil unten dran, oder? Mm. Guck, das aber nicht komplett, aber es sieht ihm recht ähnlich. Ja. Ja. Cool. Och, ihr langweilt mich. Ah, wir können ja hier noch weiter runter gehen. Ah, warte, da sehe ich noch ein paar Stalagmiten. Oh, da. Da sehe ich auch. Hä? Wo kommt die näher? Meiner! So langsam. Langsam. So, gucken wir mal. Wie kommen wir denn da runter, ohne dass wir uns Aua machen? Warte mal hier doch mal ein bisschen am Rand lang. Da geht doch irgendwo was runter. Hier so. Hier sieht's gut aus. Ich denke die ganze Zeit, dass Heinrich mir folgt und laber rum und der kommt nicht. Ach, du redest mit mir? Nein. Wo bist du denn? Das war Absicht, Julie. Ich musste ein bisschen Zeug abpacken. Ja, kümmere dich mal ums Kruppzeug. Ich guck mal weiter. Ach, ich gehe einfach. Hallo, Dunkel hier. Aha. Ah! Mein Licht ist kaputt. Ah! Ja, wo ist dein Licht? Ich brauche kein Licht, ich habe Augen. Ich brauche kein Licht, ich habe Augen. Aber für das Publikum mache ich Licht an. Los, Attacke, Mathilde! Fight, fight, fight!
Hier verliert man so ganz ohne Licht so ein bisschen die Orientierung, finde ich. Ja, aber es geht. Ja, meine Güte, wir werden uns hier nicht verlaufen. Nö, ich gucke hier nochmal. Höhle? Höhle? Ah, hier geht's wieder hoch. Ach, und du gehst auch gleich hoch. Ja, ich hab aber, glaube ich, unten alles gut. Abgeerntet. Ich glaube, wir sind durch. Nö, hier ist noch was. Da ist noch ein Näschen. Oh ne, das steht da einfach nur so dekomäßig in der Gegend rum. Okay. Sind wir doch durch. Okay. Dann komme ich wieder zu dir. Ist ja ganz schön dunkel hier unten. Mann, Mann, Mann. Also ganz schön diesig. Man sieht hier ja kaum etwas. Wo ist denn jetzt diese Höhle? Da ist die Höhle. Ganz schön schwefelig hier. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, du weißt noch, wo du Pferd abgestellt hast. Oder Hottie, besser gesagt. Okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns zu Hause. Ja, aber ich wollte noch einen kleinen Abstecher machen. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiter reiten und da Stein sammeln, so mal 1000 oder so. Okay. Und das mal da reinpacken. Kannst du mal Sklavenfutter, dich um Sklavenfutter kümmern? Vielleicht noch, ob wir da noch was haben? Ja, kann ich machen. Und ich kann mich dann auch gerne um... Ja, um... Ah, gerade Frosch im Hals. Oh, ein böser Frosch. Hust ihn raus. Treib ihn aus, den Frosch. Hast du ihn ausgetrieben? Ich habe ihn ertränkt, hoffe ich. Ich kümmere mich dann auch um... Dingsbums. Ja, ist gleich. Gehärtetes Leder. Damit ich dir deine Rüstung machen kann. Oh. Und das mache ich auch gleich, weil ich das sonst wieder vergesse. Und dann meckerst du nächste Folge wieder mit mir, dass du immer noch keine Rüstung für kühle Tage hast. Warme Tage. Und ich mache dir die aquilonische Rüstung, behalte aber trotzdem noch die Rüstung der lautlosen Legion im Hinterkopf. Weil die ist ja für so richtig heiß gut, wie beim Ort, von dem wir nicht reden. Ja. Ich habe auch tatsächlich bis jetzt noch keine Rüstung gefunden, die zwei, oder ich muss gleich mal gucken, also so eine Rüstung, die eben zwei Schutz vor Kälte gibt. Nee, das machen sie nicht. Finde ich total doof, wenn die schon eine Rüstung mit zwei Schutz vor Hitze geben, warum nicht auch zwei Schutz vor Kälte? Ja, das ist... Oder wir haben sie einfach noch nicht gefunden. Nee, ich glaube, ich würde sagen, das gibt's nicht. Also da habe ich tatsächlich auch mal im Internet recherchiert und da habe ich auch tatsächlich nichts gefunden. Im Internet? Im Internet. Bei den ganzen Verschwörern? Nee, bei den Kronenspielern. Okay. Ach Mist, ich hätte was... Nicht bei den ganzen Verschwörungsmystikern. Hätte was zum Reparieren mitnehmen sollen. Hm. Naja. Herr Schwefel habe ich nicht viel gekriegt. Ich habe gerade mal so 400. Ich habe irgendwie um die 500 oder so. Oder 600. Utrid, bewegt man deinen Popo hierher? Da bist du ja. Okay, ich habe fast 900 Schwefel. Hast du ein besseres Werkzeug als ich? Ich habe eine Sternmetallspitzhacke. Ah, ich nicht. Ich habe eine normale, das wird sein. Schade. Oh, ich brauche Goldstoff. Soll ich dir eine Sternmetallspitzhacke machen? Ja, wäre cool.
Dann hätten wir müssen wir nur irgendwann noch mal wieder Sternmetall abbauen. Ja, ich dachte, ich hätte eine. Darum habe ich da nichts gesagt. Vielleicht hattest du auch mal eine. Ich hatte definitiv eine. Ich sag nur Vulkan. Hitze. Scheiße. Hast du Glück, haben wir noch genügend Zeug, für das ich dir eine bauen kann. Na, nach Gold tauchen müssten wir eigentlich auch, weil leider sind unsere Steine, also leider haben wir ja nur eine Goldnase. Ach, ich habe noch was gefunden, also ich habe 500. Weißt du, was mich so schon richtig ärgert? Dass wir unseren scheiß Steinnasen nicht also der einen Goldnase nicht genügend Steine zu fressen gegeben haben. Wir könnten jetzt so viel Gold haben. Wir haben eine Woche lang nicht gespielt, den Server eine Woche laufen lassen. Ja, aber vergessen auszumachen. Ja, aber weißt du, hätten wir der Steinhase vernünftig Steine zu fressen gegeben, da hätten wir jetzt viel mehr Gold draus gehabt. Das ärgert mich. Mhm. Hätte Fahrrad gehen. Ja. Wollen wir noch eine Woche Urlaub machen? Lass mal den Server an, machen nochmal eine Woche Urlaub, kommen wieder und dann hast du genug Gold. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich habe ja jetzt hier nochmal zwei reingemacht. Wir sind in etwa einer halben Stunde fertig. Dann packen wir die da rein. Achso, du wolltest ja, dass ich Sklavenfutter mache, ne? Genau. Der erste zimmerische Kämpfer ist schon fast fertig. Hä? Wie geht das denn? Ja, wir haben da einen super Zuchtmeister drin. Du, der heizt dem aber ein. Der jagt den dann dreimal ums Rad rum und der gibt auf. Das geht ja schnell. Oh, wie viel verdorbenes Fleisch haben wir hier? Fuck! Ja, wenn man den Server nicht ausmacht. Unsere ganzen Schalentiere sind verdorben. Was lernen wir daraus? Ab und zu mal Server runterfahren ist nicht verkehrt. Liegt vor dem Herddings ein riesiger Sack mit verdorbenem Fleisch. So, Utrid hat jetzt das geile Schwert gekriegt. Cool. Hat das auch mehr Schaden gemacht als im voriges? Oder macht es mehr Schaden? Dann ist okay. Ja, ja, 9 Schaden mehr. Das Sternmetall-Großschwert kommt zu der normalen, in die normale Waffenkiste sozusagen. So. Dann brauche ich Pflanzenfaser und Samen habe ich noch, das heißt, ich brauche noch Pflanzenfaser. Irgendwo haben wir, glaube ich, noch ganz viel Pflanzenfaser gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob wir noch was haben. Doch, wir haben noch was. Ich weiß nur nicht wo. Vielleicht da, wo die Schleimsuppe. Nee, nicht Schleimsuppe, oh, für die Lampe da quasi. Leuchtschleim. Gibt's in einer Kiste. Neben rechts vom. Ja, in der Pflanzenkiste. Genau, da vielleicht. Jo, fast 1000 Stück. Na, siehste. Ich hab mir mal die Hälfte rausgenommen. Und dann hole ich nochmal Schalentiere, damit wir schön auch genügend Dingens haben. Dingens, wie heißt es gleich?
Also irgendwie habe ich es immer noch, dass einige Objekte nicht kaputt gehen. Hast du das auch? Hä? Dass Objekte nicht kaputt gehen, die man zerschlägt? Zurzeit nicht, nein. Hm, dann liegt es an meinem Rechner, okay. Naja. Nicht nebenbei laden. Ja, jetzt hast du es gelernt. Nee. Ich finde, heutzutage sollte das eigentlich kein Problem sein. Theoretisch betrachtet hast du recht. Oh, wir brauchen Öl. Guck ich mal in die Ölpresse. Oder Hotty. Wie gut, dass die kleine Mathilde immer für Öl und Wundsekret sorgt. Jetzt fällt Leder. Ups, Entschuldigung. Wie gut, dass Mathilde schön Leder gemacht hat. Und Heinrich natürlich. Genau, Gold brauchen wir. Das heißt, wir müssen mal wieder tauchen gehen. Auf jeden Fall müssen wir der Steinnase genügend Futter reingeben, bevor wir hier wieder Pause machen. So, bis zur nächsten Aufnahme. Jo, mache ich gleich. Ich bin quasi schon auf dem Heimweg. Super. So, jetzt habe ich nochmal Fisch und Schalentiere geholt, damit wir schön Wundsekret und Öl haben. Ach, wie sieht's denn eigentlich in den... Oh, da ist ein Elefant. Ein Strauß, ein Elefant, ein Strauß und ein Schieferrücken haben wir. Oh, hier sind noch Azuras rum. Gut zu wissen. Die packe ich dann gleich mal bei den Hottehüs in den Futtertrog nebenan, damit die nicht die ganzen Azuras rum auffressen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo wir die abgebaut hatten. Narf. Müsste ich nochmal nachschauen, wo es die gibt. Oder ihr sagt es uns. Zwinker, zwinker. Da lang. Tolles Pferd. Was ist denn? Es steht in der Tür und ich krieg die Tür nicht auf. Dann geh ich außen rum. Hier gibt es keine Treppe. Ah, die kann ich hier gleich bauen. Das ist eine sehr gute Idee. So. Man muss ja nicht das ganze Stein kriegen, was ich gesammelt habe. Aber so 1000 packe ich da mal rein. Jetzt hat er 1500. Weh, das reicht ihm nicht. Ich hoffe doch, dass das ein bisschen reicht. Irgendwo noch Holz. Ich habe ganz viel Schleim rübergebracht. Sollte erstmal reichen. Und dein doofes Fettchen im Weg!
Ja, lass es doch im Weg stehen. Ich brauch mal Steinpferd. Hast du mal Stein für mich? Danke, Pferd. Ist ein gutes Pferd. So, was machen unsere Eier? Keine Ahnung, Eier halt. Also noch nicht fertig. Klingelingel. Noch 7 Minuten und 45 Sekunden. Der Eiermann. Was? Nee, ich suche einfach nur eine verfickte, die einfache Sandkette. Ach, ich wollte ja deine Rüstung machen. Ja, genau. Rüstung. Ups, einer zu viel. Ach, jetzt brauche ich Zwirn. Wo ist der ganze Zwirn? Ich weiß, wir haben irgendwo ganz viel Zwirn. Also das gehärtete Leder hat schon mal für alle Teile, also für die Grundlagen gereicht. Das ist gut. Also es reicht für Helm und Brustplatte. Das gehärtete Leder. Dann müssen wir nächstes Mal noch auf die Jagd gehen. Ja, wir brauchen Gold. Weil dann macht der eine Goldjagd, der andere macht Tierjagd. Also Leder haben wir genug. Ach so. Aber um gehärtetes Leder herzustellen, brauche ich alchemistische Grundsubstanz. Und für alchemistische Grundsubstanz brauche ich Gold. Ja. Warte, hier habe ich noch 45. Warst du mal in der Kiste? Nein. Das ist das Gold, das unsere Steinnase ausgekackt hat. Gut. Also deine Brustplatte ist schon fertig und dein Helm ist auch gleich fertig. Aber guck doch mal in der Kiste, vielleicht habe ich da noch Goldmünzen oder so ein Scheiß. Hast du bestimmt. Ja, nimm da doch. Du hast noch, also du hast 3 Goldmünzen und 16 Goldbarren. Ja, ich mag Gold. Gold ist schön. Ich nehme dir nur die Hälfte der Goldbarren, okay? Och, ich hätte gerne mal so ein paar Goldbarren in echt. Du, ich auch. Deine Nacktheit irritiert mich irgendwie. Ja, ist warm. Haben wir noch Zwirn oder hast du alles abgearbeitet? Im Zweifelsfall sind hier in der Rüstungswerkstatt ja, noch schon. 700. 700 was? 100? 700 Pflanzenfasern. Habe ich, danke. Ich brauch gar nicht so viel, ich pack die auch alles gleich wieder zurück. Also ich habe jetzt schon eine Brustplatte, einen Helm, gleich gibt es die Gamaschen, Stiefelfutter, wo sind die Handschuhe? Handschuhe. Oder Handschuhfutter, besser gesagt. Oh, wir haben tatsächlich gleich genügend, um deine Rüstung zu komplettieren. Hurra!
Ach ja, für die lautlose Religion brauchen wir schwarzes Eis und, Achtung, alchemistische Grundsubstanz. Jaha. Ich hätte auch gerne so ein Kari-Soldaten-Ding, aber dafür brauchen wir diesen scheiß Kari-Stall und den gibt es ausschließlich in dem Dungeon unter der Bar. Da schon wieder runter? Ich habe nicht gesagt, dass wir da runter müssen. Ich habe dir nur gesagt, dass es da ausschließlich nur dort in diesem Kari-Stall gibt. Haben wir sowas wie Seide? Nee, ne? Natürlich haben wir Seide. Also hier beim Rüstungsmacher haben wir schon mal 36 Seide alleine. Ja, wo? Und 12 mehrlagige Seide. Nee, einfach wo. Und 13 Schwarzseide. Danke. So, jetzt sind auch deine Handschuhe in Produktion. Also es sind noch die Handschuhe und die Stiefel in Produktion und dann ist deine Rüstung fertig. Jo. So, und wir haben 2 Kieselnäschen. Dann bringe ich die jetzt mal in den Dings da, ins Tiergatter und die kriegen das gute schattengewürzte Zeug. Ach ja, genau, da müssen wir auch nochmal ins Labyrinth nochmal. Aber das Schöne ist, wir können ja den Trank der Mitternacht brauen. Das heißt, wir müssen da nicht zu diesem Werwolf hingehen, sondern können das hier direkt aus unserer Basis ausmachen. Jo. Yay, die Goldnase hat schon wieder einen Goldstein geschissen. Haben die auch schön schattengewürzten Goldstaub gefuttert. Fein, fein, fein. Da wir eine 25%ige Chance haben, dass da auch Goldnasen bei rauskommen und wir jetzt schon 5 Steinnasen bekommen haben von den 6, die wir ausgebildet haben, finde ich, wird es langsam mal Zeit wieder für eine Goldnase. Ja, Goldnasen werden echt mal wieder... Weil dann können wir uns das Gold suchen sparen, wenn wir ein paar von denen hätten. Ja. Das wäre eine echte Arbeitserleichterung. Ja. Na, also, dass man diese Goldnasen machen kann, das wäre echt ein super Hinweis von euch. Ja. Ich weiß nicht, von wem es damals kam, aber es wäre super. Nee, hier das Zimmerische, Epische hat nur ein. Hier, du musst mal dein Sattlerzeugs da verbessern. Muss man was? Hier, den Sattler musst du mal ausbauen. Hab ich voll nicht. Cool. Also, du kannst auch noch hier einen barbarischen Kavalleriesattel machen oder einen akilonischen Kundschaftersattel oder bei Sattler-Experten einen schweren Schlachtrosssattel. Ist bei Rüstung. Oh, cool. Ja. Ich habe eh noch Punkte. Ich weiß ja eh nicht hin, wo mit den scheiß Punkten.
Siehst du. Achso, das andere ist hier. Ja, das ist, da brauchen wir ein DLC. Wir haben ja nicht ein einziges DLC gekommen. Aquilonischer Kunstschaftersattel? Oh, die kosten alle 13. Barbarischer. Oh, das ist, klingt für mich. Ich habe jetzt Sattler-Experte. Brauchst du diesen aquilonischen? Ich finde den Barbaren klingt eigentlich auch schon ganz geil. Ich baue meinen Barbaren einmal und dann gucken wir, wie der aussieht. Okay. So, dich stelle ich jetzt mal ab. Weil wenn er dir auch gefällt, dann brauche ich die anderen 13 Punkte nicht ausgeben. Ja. So, aber ich muss noch mal ganz kurz woanders hin. Und das Pferd geht mir gerade auf den Zwirn. Ich glaube, wir können auch demnächst auf Pause machen, oder? Ich weiß ja nicht, wie lange geht denn die Aufnahme? Ja, gleich. Okay, also ich möchte jetzt auch den Sattel noch sehen, davon mal ab, aber... Ja, ich auch. Und ich will ja noch was anderes machen. Und oh, oh. Was denn? Da hat jemand die Augen aufgemacht. Oh nein. Vielleicht macht sie sie ja gleich wieder zu. Ich versuche es mal mit einem Nuki zu richten. Mach mal. Nee, sieht doof aus. Oh, das sieht gut aus. Nehmen wir auch mal mit. So. Denn das habe ich noch nie gemacht, das Schlafzimmer für mich auszubauen. Hat ja immer nur mein doofes Billigbett da stehen. Und man kann leider die Doppelbetten nicht nutzen. Darum muss ich ja mal hier was Schönes bauen. Kriegt Heinrich schöne Ecke hier. So, mit einem Bildchen. Dann, damit Heinrich nicht friert, gibt es hier noch eine Heinrich-Kohne-Falle. Pfanne. Geht doch mal da weg, ey. Ihr seid doch mal alle im Weg hier. Was ist denn hier los? Ich will doch gucken, was du da so treibst. So. Hier hin. Und... Oh, fand es ist ein bisschen zu groß, okay. Ich finde, die steht hier auch ein bisschen blöd im Weg. Was denn? Steht voll mitten im Raum. Ich wollte noch eine Dafari-Fahne so aufstellen. Hier, du willst du Stangtanz machen? Ne, kann ich nicht aufbauen, schade. Dann nicht. Okay. Ich finde das gut. Dann kann ich mich hinlegen. Also ich finde, die ist zu hell. Es ist ungemütlich jetzt. Mach das weg. Nein, es bleibt da. So, lass das da. Was wollte ich noch machen? Pferd, komm mal her. Hast du deine neue Ausrüstung? Ach ja, genau, du wolltest einen Sattel machen, tollen. Ach ja, ein Sattel. Hier ist noch. Kannst du. Warte mal, das Pferd nervt. Dann stell's doch ab und vielleicht nicht unbedingt im Haus. Kannst. Was ist das denn hier für ein Benehmen? Stell das Pferd im Haus ab. Und umsteht ein Kamel in der Küche. Ja. Stahlverstärkung und gehärtetes Leder brauche ich. Gehärtetes Leder? 45. Oh. Das heißt 90. 45. Ah. 90 für beide. Au. Kannst du da kurz mal nachgucken? Ich suche mal, ich mache hier gerade mein Pferdchen nochmal leer. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Wo kommt Schwefel rein? Hier? Okay. Salz. Also wir kriegen tatsächlich gleich 102 alchemistische Grundsubstanz raus. Mal gucken, wie viel gehärtete Leder wir davon kriegen. Gott sei Dank, genauso viele. Vorausgesetzt, wir haben genügend Öl und so. Was meintest du noch? Stahlverstärkung? Ja, 30 Stück insgesamt. Ich guck mal. Jo. Oh, ja, haben wir gut. Oh, das ist kein... Ach ja, hier ist auch noch deine Sternmetallspitzhacke beim Schmied. Jo, hole ich mir sofort. Meine alte schmeiße ich weg. So, und die Stahlverstärkung. Bevor du was wegwirfst, pack es doch lieber in die Demontagebank.
Na, ich wollte sie in die Reservekiste packen, falls ich nochmal sterbe. Dann ist es ja nicht wegwerfen. Ja, hatte ich auch nicht vor. Also ich wollte es einfach nur beiseite packen. Wir sterben ja so häufig. Ich zumindest. Ich wollte gerade sagen. So. Ist da drin gepackt? Ach, Zwirn. Die Stahlverstärkung. Ja, die Stahlverstärkung habe ich reingepackt. Das Leder braucht noch ein bisschen. Ja. Ich muss jetzt nämlich erstmal die alchemistische Grundsubstanz herstellen. Ich hole nochmal den Zwirn. Ach, ist schon drin? Hä? War gerade kein Zwirn drin. Jo! Wie viel waren das? 30? Leder? Nein, 90. Insgesamt also für zwei, also 45 pro Sattel. Also wir kriegen genügend raus, so ist es nicht. Aber wir haben jetzt erst 20, also wir brauchen noch 70 alchemistische. Ich habe Hexenfeuer gerade mir genommen. Hast du es für irgendwas vorbereitet, das Hexenfeuer, oder? Ja, warte. Das sind keine Fackeln für die Mauern, okay. Achso, das sind Fackeln? Hexenfeuerfackeln? Ich habe hier 10 Hexenfeuer. Die kannst du aufhängen. Ich habe die eigentlich für unsere Nordfestung gemacht, habe aber gesehen, dass die scheiße Licht geben. Also die sind wirklich richtig schlecht geeignet. Ich werde dann nochmal andere Fackeln machen. Ja, die geben kaum weg. Licht. Du kannst die gerne außen an die Mauer hängen. Ach, hier sind ja schon Fackeln. Also du kannst sie ja dazwischen hängen. Haben wir da noch blaues Feuer? So dekomäßig noch. Geil. Nee, muss auf dem Boden. Achso, ja, wenn es Stehfackeln sind, dann kannst du natürlich nicht an der Wand hängen. Dann mache ich sie so am Rand. Damit wir die Gegner aus der Entfernung sehen, in der Dunkelheit. Ja. Wenn welche kommen. Wenn nicht, dann nicht. Genau, und für unsere Nordfestung wollte ich, glaube ich, nochmal so Leuchtschleimwandfackeln machen. Weil es war so dunkel oben. Dunkel. Wir haben jetzt. Ah ja, hier unten müssen wir auch noch ausbessern, stimmt. Ja, dafür brauchen wir nämlich ganz viel Stahlverstärkung und schwarzes Eis und. Und isoliertes Holz. Für isoliertes Holz habe ich, glaube ich, schon relativ viel gemacht. Ist, glaube ich, in Bearbeitung, also, da haben wir noch, ne? Gerade nicht mehr so viel, aber ich habe hier ganz viel getrocknet. Wir haben kein Harz. Wir haben nur noch 13 Harz. Das ist das Problem. Harz haben wir nochmal woher gekriegt? Harz kriegt man entweder von so Tannen und so oder auch, wenn du Holz trocknest. Okay. Und dafür brauchen wir Rinde. Wir brauchen Rinde. Haben wir hier irgendwo noch Rinde? Beim Gerber nur höchstens. Und das war's. Ja, das ist aber auch nicht mehr viel. Also wir haben ganz, ganz viel Holz. Na, also so ist es nicht. Wir haben nur nicht so viel Rinde. Da müssten wir vielleicht nochmal. Also Rinde kriegen wir vor allem gut bei also bei diesen trockenen Bäumchen. Wenn man die, glaube ich, mit der Spitzhacke zerhaut, kriegt man da ganz gut Rinde raus, meine ich. Bist du leer? Ja, vorbildlich. Also du darfst gerne auf Rindenjagd gehen. Ja, heute nicht mehr. Nö, heute nicht mehr, aber so prinzipiell. Oh. Wir haben schon genügend alchemistische Grundsubstanz, um das Leder für einen Sattel herzustellen. Aber das braucht doch auch bestimmt 10 Minuten, oder? Also, das geht tatsächlich ein bisschen schneller, aber ich sehe gerade, wir brauchen Öl. Wie gut, dass ich schon Fische in die Presse gegeben habe. Weil da reicht das Öl tatsächlich nur für 46 gehärtete Leder.
Also wir haben jetzt schon die ersten 10. Also 21 haben wir schon. 22. 23. Hm. Das kriegen wir noch hin. Ich weiß ja nicht, wie lange der Sattel braucht. Ach, das weiß ich auch nicht. Ich guck gerade nur, was wir hier noch machen müssen. Naja. Wie gesagt, ja, schwarzes Eis brauchen wir auch noch. Ich habe mich noch nicht allein... Also wir haben natürlich auch noch im Ofen schwarzes Eis, aber wir brauchen das natürlich auch für die Herstellung von Sternenmetall. Ich habe mich noch nicht alleine in diesen total frostigen Frosttempel reingetraut. Ansonsten können wir halt natürlich schwarzes Eis auch da gut abbauen, wo die Schlüpferkönige sind. Aber auch da gehe ich nicht alleine hin. Ja, kann man auch von mir aus nächstes Mal machen. Okay. Ich würde dann sagen, dann machen wir es auch nächstes Mal mit den Satteln. Ja, ich glaube auch, das dauert jetzt zu lang. Genau, das glaube ich auch. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Tschüssli, du. Ciao.